Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Scrabblenauts Unlimited. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich langsam echt keinen Bock mehr auf dieses Spiel, weil es irgendwie immer das gleiche ist. Aber ich denke mal, wir haben es jetzt eh bald geschafft, also werde ich das jetzt auch noch durchziehen. Ob ich 100% mache, weiß ich noch nicht, weil ich nicht weiß, ob ich die Sachen, die ich beim ersten Mal nicht geschafft habe, ob ich die jetzt schaffen werde. Friseur, ja, nicht Frisur. Nicht Frisur! Haarschneider, mir auch scheißegal. Weil, keine Ahnung, ich habe gerade überhaupt keinen Bock, ich bin einfach nur müde und möchte ins Bett und alles, aber ich habe keine Zeit, weil ich aufnehmen muss. Und ich habe auf Twitter gefragt, ob es okay ist, wenn ich nichts bringe, und dann wollten die meisten auch nicht. Jetzt denke ich mir, okay, jetzt machst du es halt, und dann gehst du schlafen, dann ist alles gut, weil ich bin extrem müde. Ich bin einfach extrem müde. So, das heißt, ich müsste die Sachen wieder anbringen können. Ich kann sie nicht mal aufheben. Willst du mich verarschen? Adjektiv hinzufügen. Geheiltes. Geht das nicht? Geheiltes? Glattes. Damit die ganzen Risse wenigstens mal verschwinden. Ja, das hat geklappt. Kann ich Ihnen jetzt diese Scheiß... Nein, kann ich nicht geben. Was ist das? Zeitungsjungenmütze. Okay. Arzt, geh erstmal weg, du nervst. Hey, ich muss doch irgendwas machen können. Kleber? Kann ich den wieder ankleben? Das wäre wenigstens was. Ja. Ja. Nicht mal mein Problem. Ne? Ganz einfach. Sehen wir es ein, ist nicht mehr mein Problem. Und jetzt müssten wir noch, da geht's hoch, da müssen wir nicht hin, da geht's runter. Wir müssen ihr noch das Schaf bringen. Ich hatte mal ein kleines Lamm, es zu essen kam mir in den Sinn. Nun ist es weg, ich weiß nicht wohin. Ja, reicht es dir, wenn ich dir einen Hamburger gebe? Weil du hast ja Hunger. Und wenn ich dir einen Hamburger gebe, dann... Nee? Nee, reicht nicht, okay. Hätte ja sein können. Ja, wo würde ich mich als kleines Lamm verstecken, das gekocht werden wird, wenn es nach Hause läuft? Ganz weit weg, ja. Kleines Lamm. Kleines Lamm. Das sind immer diese scheiß Suchfolgen. Kleines Lamm. Gestiefelte Gatter, aber kein kleines Lamm. Kleines Lämmchen. Na komm schon. Ich tu dir nichts, der andere wird dich essen. Denk immer dran. Ich bin die Liebe in diesem Spiel. Zeitungsjungen mit, da ist auch nicht wirklich was Lammartiges. Oder? Nee, irgendwie nicht. Könnte das Lamm hier irgendwo im Ofen drin sein? Es wäre grauenvoll. Wer steckt ein Lamm in den Ofen? Ich meine, Kinder verstehe ich, aber Lämmchen? Niemals. Aber ich möchte ein kleines Lamm, aber ich kann dir kein anderes Lamm geben, weil anderes Lamm möchte das Vieh nicht. Der Bauer. Der Bauer, es ist ein Bauer, es ist kein Vieh, es ist ein Bauer. Ach, nimm doch das Lamm. Das ist nicht mein Schaf. Ja, wie wird es dein Schaf? Komm, das ist ein ganz liebes Tier. Du willst es doch eh nur essen, von daher? Also wenn ihr wisst, wo das Lammschaf-Dingens ist, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann regeln wir es in der nächsten Folge. Aber ich habe jetzt keinen Bock, ein Schaf zu suchen und wir gehen jetzt erstmal weiter. Und zwar... da haben wir auch 9 von 10. Ja, wir müssen eigentlich noch die Raketenstadt machen, ne? Das klappt schon. Wir gehen jetzt nach Kanagrata. Kanagrata. Willkommen in Kanagrata. Oh mein Gott, es ist ein Weltall-Level. Wer hätte das gedacht bei diesen Raketen? Niemand. Aliens, Kühe, Aliens. Ja. Hier gehöre ich hin. Traust du dich, mit dem Mondfahrzeug über den Krater zu springen? Ja. Das traue ich. Mit welchem Krater? Ist das ein Krater? Oh. Dafür bekomme ich schon ein... Okay, soll mich nicht beschweren. Ist gut. Oh, ein schwarzes Loch. Anklicken, reingehen. Kann ich das nicht machen? Ach, scharfe Objekte, um das schwarze Loch zu stopfen. Ja, wir stopfen ein schwarzes Loch. Gefahr, schwarzes Loch. Oh mein Gott, wie gefährlich. Und jetzt?
Aha, ja, das ist ein schwarzes Loch, eindeutig, ja. Hm? Oh nein! Achso, mal ein bisschen panischer. Oh nein! Das schwarze Loch droht, unseren Planeten zu zerstören! Platziere jemanden, der etwas darüber herausfinden kann, im Inneren der Kanone! Wir wollen einen Wissenschaftler in das schwarze Loch jagen? Wenn ihr meint, alles gut. Ja, viel Spaß. Wusch! So, das war der Einzige, der rausfinden konnte, was passiert ist. Der ist jetzt tot. Das hätten wir anders nicht bedenken sollen. Wir sind dumm. Ein Klempner. Ernsthaft? Es sieht nicht so aus, als käme der Forscher zurück. Versuche, das schwarze Loch mit etwas Haarigen zu stopfen. Oh, wie gemein. Jetzt packen wir mal eine Katze rein. Oh, diese Riesenverstopfung. Nee, das mach ich nicht. Chanika. Die Haare haben auch nicht funktioniert. Versuch, die Kanone zu verwenden, um etwas in das schwarze Loch zu fahren. Wie wär's mit einer andere Kanone? Nee, etwas reinzufahren. Wie wär's mit einem Bus? Ein Omnibus? Ja, Omnibusse gehen. Das ist okay. Das geht, Mann. Das geht klar. Was meinst du jetzt von mir? Keiner dieser Lösungsversuche funktioniert. Jetzt müssen wir Gewalt anwenden. Lade die Kanone mit etwas, das schwarze Loch in die Luft jagt. Dena! Nein, ich meinte nicht Döner. Okay. Los, Dena! Rette die Erde! Oh, warte. Beziehungsweise rette den Mond! Beziehungsweise hör auf runterzufallen! Dena! Ernsthaft! Das musste hier, Dena! Nee, Dena nicht. Ja. Ach, Dena! Ich gebe ihm noch so ein TNT, dann klappt das schon. So. Dena und TNT, jetzt jagt das sowas in die Luft. Dena schafft das. Ich glaube an Dena. Erinnern wir uns zurück ans Mega-Projekt und drücken die Daumen. Der Forscher hat die Lösung. Achso, einen Moment. Der Forscher hat die Lösung. Lass das schwarze Loch implodieren, indem du ein anderes Objekt von enormer Masse hineinsteckst. Schnell, leih die Kanone. Enormer Masse? Danis Ex. Okay, dann halt nicht. Obwohl, enorme Masse, ne? Ja. Wie wär's mit einer Abrissbirne? Hat dieselbe Figur wie mein Ex. Auch nicht enorm genug? Elefant? Warum kriegen sie einen Elefanten auf dem Mond her? Auch nicht. Ja, können wir das schwarze Loch mit einem schwarzen Loch? Ich möchte, dass du da reingehst. Nein, das geht irgendwie nicht. Wir könnten das schwarze Loch. Was ist denn groß und... Hochhaus. Wolkenkratzer. Ach, komm. Amboss. Willst du mich verarschen? Du willst mich verarschen, ne? Enormer Größe. Enormer Masse. Mensch, da ist ein fucking Elefant drin! Was willst du von mir? 2 Sekunden kriege ich einen Tipp. Platziere irgendwas? Irgendeinen Planeten? Welche mag ich denn nicht? Mein Vater erklärt mir jeden Samstag unsere neuen Planeten. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto. Pluto, du bist eh kein Planet mehr. Aber für mich wirst du immer einer bleiben. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Aber es ist halt so... Wer entscheidet denn, dass Pluto plötzlich ein Zwergplanet ist? Können wir nicht entscheiden, dass ein Zwergplanet 2 Millimeter kleiner ist als Pluto? Pluto soll ein Planet sein. Jedenfalls, wir haben es geschafft. Ba. Weiter geht's, und zwar mit... Was macht ein Eski? Warum fliegt da ein Wal? Was willst du von mir? Hier muss es noch Käse geben. Gib mir etwas, womit ich noch Käse graben kann. Käse! Das war die Maus, nicht ich. Nein, das war die Maus. Das war die Maus. Hier, yeah, Maus! Du schaffst! Die Maus hat's geschafft. Eskimo! Ich brauche einen Fahrzeug, damit ich den Space War. Das ist so dumm! Entschuldigung, aber ich bin da so dumm. Ich bin diesen beschissenen Flick in den Ball so dumm. Ich finde den so dumm. Oh. Hier kommen
Weil es einfach so lächerlich ist, dass du dir meine Flügel leihen. Warte, wo sind die? Da habe ich noch mehr Flügel. Komm, du kriegst auch ein paar hier. Weil es einfach so lächerlich ist. Oh Gott. Der Mann hat ihn gefressen. Oh, ist das geil. Ist das geil. Was möchtest du? Okay, komm näher. Wäre die Erdlinge ab. Ich bin aber auch ein Erdling. Marsianische Erdlinge vom Weltall. Was? Okay, unlogisch. Okay. Oh, der ist schockgefrostet. Oh, Katzen! Außerirdische Katzen! Marsianer greifen die Mondsiedlung an. Erschaffe etwas, das die angreifenden außerirdischen Katzen vertreibt. Wie war es mal mein Wehemoff? Wehrmann. Wie hieß denn jetzt? Wie hieß mein süßer kleiner Hund? Oh. Riesiger Hund. Wuff. Ah, miau, 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 miau. Ich habe mit ihm geredet. Nein, das Haus. Noch mehr hässliche Aliens und Zombies und Alien-Zombies. Die Katzen sind weg, aber nun haben die Marsianer Weltraumzombies runterfallen lassen. Die sehen aus, als ob sie Hunger hätten. Schreib etwas, um sie zu füttern und vielleicht verschwinden sie dann. Kindergarten. Nein, okay, Kind. Alles Gute. Lauf nicht so schnell. Die müssen hinter dir herkommen. Und alles brennt. Alles brennt lichterloh. Die Marsianer haben den ganzen Hof zerstört. Schreib mal einen Ort, wo man leben kann, der den Angriff der Marsianer standhält. Ich hocke in meinem Bunker mitten in Berlin. Ich habe Blausäurekapseln und genug Benzin. Ich sing nicht weiter. Die Marine, das Herr des Zweiten Weltkriegs, macht keinen Spaß mehr. Ich habe doch weiter gesungen. Kapitulation, leider halte ich nichts davon. Wir haben über mir 3 Meter Stahlbeton. Kapitulation, nö, nö, mir bleibt doch Blondie. Und eine Flasche Chambray. Ja, okay. Ich höre jetzt wirklich auf. Die Marsianer haben die Sprosse in einen menschenfressende Pflanze verwandelt. Tu alles, um den Schutzraum von diesen Bestien zu schützen. Warte, 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 warte. Unsterblich? Halt. Panzer. Warte. Warte. Die Sonne soll dich verglühen, auf dass du stirbst. Angreifen. Angreifen. Tot. Salat. Okay, das ist lecker. Hör auf, wieder anzugreifen. Ha. Na, siehst du, das klappt nicht. Ich hoffe, du sprengst dich selbst in die Luft. Da ist ein Spiegel. Das war sowas von klar. Muss ich ihn töten? Nein. Darf ich ihn töten? Basianische Eindringlinge vom Weltall. Fertig. La 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 la. Hallo Kuh, was möchtest du von mir? Gar nichts. Hallo Alien. Ich habe keine Ahnung, was dieses Ding sagt. Ich auch nicht. Möchtest du einen Übersetzer haben? Und zwar einen Übersetzer? Hier. Sprich Kuhisch! Okay, die scheinen sich gut zu verstehen. Was möchtest du von mir? Mach das Gelände für die Landung klar. Jetzt kann ich aber... Nee, wie hieß das? Wie heißt das Ding? Bulldozer? Ist das Bulldozer? Bulldozer! Planierraupe. Ja. Ganz nett, ne? Gern geschehen. Der erste Mensch auf dem Mond! Yay! Was willst du noch? Gib mir ein paar Pflanzen, die auf dem Mond wachsen. Was wächst denn auf dem Mond? Mondpflanzen. Moospflanzen. Hier hast du Moospflanzen. Ja. Sieht gut aus, sieht gut aus. Hast du super gemacht. Wer braucht noch meine Hilfe? Du? Gib mir etwas, womit ich zurück zur Weltraumstation gelange. Magst du Flügel? Ja, Marker. Ich biete jetzt einen Flügel an. Was möchtest du? Ich kann jetzt Bass spielen. Hilf mir dabei, den Weltraum in diese Mülleimer zu... Willst du mich verarschen? Hast du da, wie viel das ist?
Und weh, du lehrst den dann hier nochmal. Weißt du, da... Ah, du bist so ein kleiner Trottel. Deswegen verfütter ich Kinder. Du bist der Grund, wieso ich Kinder verfütter. Nichts können die alleine. Gar nichts. Das ist schon ein fliegender, grandioser Apfeleimer. Kann er nicht hinter mir herfliegen? Komm, wie viel Schrott liegt denn hier noch? Du kleine Ratte, ey. Ich kann die Erde nicht sehen, weil dieser Asteroid im Weg ist. Ernsthaft? Das sind deine einzigen... Nicht Objekt. Ich will... Adjektiv? Winziger. Komm, die Erde kann man locker sehen. Man kann die Erde sehen. Sieh die Erde. Schwarzes Loch. Mond mit Aussicht. Habe ich das Menschenwesen auch umgebracht? Auch nicht so schlimm. Komm, jetzt, das müsste der letzte Müll sein, bitte. Ja! Damit ist das Level vollständig. Woo! Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Das war Square Banners Unlimited für heute. Wenn es euch gefallen hat, gebt mal bitte einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.